Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen. Ich bin Barbe Maria Linke und wurde in Pommern geboren, wuchs in der DDR auf, erlernte einen Beruf, studierte Theologie und übte verschiedene Tätigkeiten aus, bis das Schreiben zu meinem Hauptberuf wurde. Ich schreibe Romane, Erzählungen, Essays und Gedichte. Insofern fällt das Buch Wege, die wir gingen, aus dem ich heute lesen werde, heraus. Denn hier, in diesem Buch, werden wirkliche Menschen vorgestellt. Zur Einführung lese ich uns einige Sätze aus dem Vorwort von Rita Süssmuth, der ehemaligen Bundestagspräsidentin. 12 Frauen erzählen uns aus ihrem Leben. 6 stammen aus Ost, 6 aus Westdeutschland. Diese Gegenüberstellung regte mich an, mir die Texte anzusehen, zu lauschen. Was haben diese 12 Frauen zu sagen? Obwohl ich es weiß, verblüffte mich erneut, wie unterschiedlich sich jedes Leben gestaltet. Hier Demokratie, dort Diktatur, aber so einfach ist es nicht. Das bunte Leben innerhalb einer Diktatur, von dem ich aus diesem Buch erfahre, fasziniert mich. Fragen drängen sich auf, wie diese: Wie gestalte ich mein Leben? Worauf lasse ich mich ein? Das kennen wir. Wenn ich mit dem Gegenüber, das mir fremd vorkommt, ins Gespräch gehe, wandelt sich das Bild, das ich von ihr, von ihm hatte. Die Unterschiedlichkeit bleibt. Sie ist Teil jedes Menschenlebens. Gerade sie macht unser Zusammenleben spannend und erhält es auf eine besondere Weise lebendig. Schlagen Sie das Buch auf. Begeben Sie sich auf eine Reise mit 12 unbekannten Frauen. Ich wünsche diesem Buch viele staunende, lauschende Leserinnen und Leser. Rita Süssmuth. Und aus meiner eigenen Einleitung einige wenige Sätze. Alles beginnt mit einem Traum. Jede wegweisende Idee, jede Veränderung. Das Zitat von Kofi Annan war der erste Satz, mit dem ich meine Gesprächspartnerinnen konfrontierte, sie herauslocken wollte. Sehr offen, sehr freimütig antworteten sie. Einige Frauen waren mir vertraut, andere kannte ich nicht. In den Gesprächen folgte ich einem Fragenkatalog, aber die Frauen bestimmten das Maß, die Ausrichtung und die Gewichtung ihrer Darstellung. Ob Maxi Wander, mit der ich befreundet war, ein Samenkorn gelegt hat? Maxi gab sich nie mit einfachen Antworten zufrieden, hakte nach, provozierte, wollte verstehen. Das hat mein Leben geprägt. Und die Erkenntnis, jedes Leben ist kostbar, baufällig und unwiederholbar. So sind Porträts entstanden von Menschen, die auf ihre ureigene Weise sprechen, von ihrem Leben erzählen, indem ich ein Bild betrachte, mich darauf einlasse, wirkt es. So viel zu meiner eigenen Einleitung. Für diese Lesung heute habe ich 2 Porträts ausgewählt. Einer aus der ehemaligen DDR, das andere aus der alten Bundesrepublik. Aus Zeitgründen kann ich Ihnen aber nur einige Sequenzen vorstellen, sozusagen als Appetitanreger. Jede Frau hat in diesem Buch einen Vornamen und den Nachnamen als Kürzel. Die Vornamen wurden, je nachdem, wie es die betreffende Frau wünschte, dann auch anonymisiert. Beginne ich also jetzt mit der Frau aus der ehemaligen DDR, Bettina Christa R.
Und jede Frau hat auch eine Überschrift bekommen. Das ist ein Zitat aus dem Gespräch, das ich mit ihr führte. Ich wollte immer ein Leben führen, in dem ich eine Tätigkeit oder eine Arbeit habe, die mir Spaß macht, in der ich einen Sinn sehe. So beginnt der erste Satz. Die Überschrift lautet: Das mache ich nicht, um diesen Preis nicht. Ein Traum, der sich zunehmend auch in der Jugendzeit manifestierte, war, die Welt kennenzulernen, Ebbe und Flut zu erleben, die Akropolis zu sehen. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als ich in der Pubertät war, aber auch später als junge Frau und Mutter sehr, sehr weit weg. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich dieser Traum erfüllen würde, solange ich jung bin. In der DDR gab es das Motto: Wenn ich dann mal 60 bin, dann kann ich vielleicht als Rentner reisen. Reisen war immer mein Traum. Ich wollte möglichst viele Dinge, fremde Kulturen, historische Städte erleben. Als Ersatz habe ich mir Bildbände angeschaut oder die Erdkugel gedreht und mich gefragt, wie hängt das alles zusammen? Meine Kindheit war sehr behütet. Ich bin 1953 geboren und wuchs in einer kleinen Stadt auf, in Pulsnitz, der Pfefferkuchenstadt in der Nähe von Dresden. Meine Oma hat mir viele Geschichten erzählt und Märchen vorgelesen, alles, wozu meine Mutter und mein Vater nicht kamen. Mutter war Lehrerin. Eines erinnere ich genau, was mich vielleicht politisch geprägt hat. Bei uns war es gang und gäbe, Rias zu hören. Das war für meine Mutter schwierig, die damals schon in der Partei war. Sie sagte dann zu ihrem Mann: Stell das leise. Vater hörte ziemlich offensiv Rias. Als die Mauer 1961 gebaut wird, komme ich in die zweite Klasse. Da bin ich 8 Jahre alt. Ich weiß noch, dass meine Eltern sehr aufgeregt waren. Meine älteren Geschwister waren gerade zelten bei Berlin. Da haben sich meine Eltern natürlich Sorgen gemacht. Als meine Geschwister zurückkamen, berichteten sie von ganz vielen Panzern, die sie unterwegs gesehen hätten. Sie sind sogar noch nach Berlin gefahren, sahen, wie dort Stacheldraht gezogen wurde. Ich weiß, dass es für meine Eltern ein sehr emotionsgeladenes Ereignis war, mit großen Ängsten verbunden. Was bedeutet das jetzt? Gibt es wieder Krieg? Ich habe in diesem Alter die ganze Dimension, was da passierte, nicht erfassen können. Später dann, als ich mich mit Stadtplänen und Landkarten beschäftigte, da war West-Berlin für mich ein weißer Fleck. Als ich mal in Berlin im Ferienlager war und wir zum Brandenburger Tor gingen, da sah ich, dass es da drüben auch Bäume und Häuser und Menschen gibt. Und mir wurde erst einmal klar: Ach so, da geht ja die Stadt weiter. Mir wurde bewusst, dass da wirklich durch eine Stadt eine Mauer ging, die man nicht überwinden konnte. Die Oberschule besuchte ich von 1968 bis 1972. Lieblingsfächer waren Deutsch und Kunst, aber eher noch Geschichte, auf jeden Fall nicht Mathe. Für mich bedeutet Freundschaft, Menschen zu haben, mit denen ich vieles teilen kann, Gedanken austauschen mit Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber es ist wichtig. Es ist auch noch etwas anderes als in einer Ehe. Mit einer Freundin kann man sich Dinge sagen, die man sonst mit niemandem besprechen würde,
auch Unangenehmes oder Rat holen in einer schwierigen Situation. Eine Freundin steht dir auch bei, wenn es dir mal schlecht geht. Aber Freundschaften zu leben, das ist wirklich nicht einfach. Man muss sich schon bewusst Zeit nehmen. Das Ende der Schulzeit war deshalb auch ein bisschen traurig, weil klar war, dass Freundschaften so nicht weitergehen würden. Wir müssen uns trennen. Und es würde nie mehr so sein wie in der Schulzeit. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Wir gehen auseinander und wer weiß, ob man sich wieder sieht. Die Studienzeit in Jena war eine ganz wichtige Zeit für mich, in der entscheidende Weichen gestellt wurden. Deutsch und Geschichte, das interessierte mich, das wollte ich studieren. Als ich das meinen Eltern verklickerte, hat meine Mutter wirklich ein paar Tage nicht mit mir geredet. Sie war so sauer, dass ich auch Lehrerin werden wollte. Sie sagte, Mädel, überleg dir das. Sie war nicht glücklich in ihrem Lehrerberuf. Ich springe immer in dem Text, weil ich ja hier nur einige Sequenzen vorlesen kann. In Jena lernte ich Lutz, meinen Mann, kennen. Die Jenenserzeit war sehr aufregend. Ich war 20, da begegnete ich Lutz, der ein Jahr älter war. Er studierte auch Deutsch und Geschichte. Wir waren zusammen in einer Seminargruppe. Das erste Mal trafen wir im Aufzug aufeinander. Im Uniturm in Jena, in der 21. Etage, waren die Räume unserer Sektion. Kurz vorher hatte ich Lutz schon flüchtig gesehen. Und im Fahrstuhl dachte ich, ups, der ist ja auch hier. In meiner Seminargruppe waren viele kritische Geister. Da waren nicht nur Lutz, sondern auch andere Kommilitonen, die vieles hinterfragten. Beim Geschichts- und Germanistikstudium ist es nicht schwierig, auf kritische Fragen zu stoßen. Es gab ständig Diskussionen politischer Art, besonders im Zusammenhang mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann. Nach dem Biermann-Konzert in Köln im November 1976 setzte in Jena eine Verhaftungswelle ein und Lutz wurde verhaftet. Als Lutz nach 48 Stunden freigelassen wurde, sagte ich zu ihm, die haben mich überhaupt nicht ernst genommen. Wir müssen heiraten, das ist die einzige Möglichkeit, wenn es wieder zu solch einer Situation kommt. So entschieden wir uns zu heiraten aus ganz pragmatischen Gründen. Also zur Erklärung, die Bettina hat ihren Mann und Freund gesucht und hat nachgefragt, aber hat keine Antwort erhalten, wo er in diesen 48 Stunden war. Zurück zum Text. Weihnachten haben wir das unseren Eltern verklickert und im März 1977 geheiratet. Es war nicht so sehr, wir lieben uns, wir wollen jetzt heiraten. Es lebten ja viele zusammen, ohne verheiratet zu sein. Für uns war Heiraten zu dem Zeitpunkt auch nicht so wichtig. Wir wollten erst das Studium beenden. Aber dann haben wir uns doch gesagt, jetzt werden wir heiraten, damit wir auch nach außen eine Einheit bilden. Nach dem Studium wurde ich Lehrerin in Berlin. Das war alles ganz irre. Ein Kommilitone und ich hatten schon einen Vorvertrag für Berlin. Normalerweise musst du dich als Lehrer verpflichten, für 3 Jahre dorthin zu gehen, wo der Staat dich braucht. Wie gesagt, wir hatten schon einen Vorvertrag. Ich für den Bezirk Friedrichshain, mein Kommilitone für Pankow. Als nun die Probleme kamen mit Biermann, da erhielten wir plötzlich eine Absage aus Berlin. Zitat: Weil die politischen Anforderungen in der Hauptstadt der DDR besonders hoch sind
und sie denen nicht gewachsen sind. Daraufhin schrieben mein Kommilitone und ich Briefe an Margot Honecker, die damals Ministerin für Volksbildung war. Sinngemäß schrieben wir, dass wir die Ablehnung nicht verstehen. In der DDR gäbe es ein einheitliches sozialistisches Bildungssystem. Wieso sind wir in anderen Orten der DDR den Anforderungen gewachsen und nicht in Berlin? Natürlich haben wir noch irgendwelche Bekenntnisse abgegeben, dass wir uns sehr wohl gewachsen fühlen. Ich weiß noch genau, wie das alles zustande kam. Ich hatte dann noch ein Gespräch mit der Kaderleiterin. Und daraufhin bekamen wir tatsächlich die Zulassung für Berlin. Ich beginne in einer polytechnischen Oberschule. Das ist hier und heute die Realschule mit dem Abschluss der 10. Klasse. Das war nicht einfach. Es ist ja immer so ein Schritt nach dem Studium, sich in den Arbeitsalltag einzufinden. Die Schüler waren das geringste Problem. Es war der permanente Druck, dem du als Klassenlehrer ausgesetzt warst. Das fängt damit an, du bist nur ein guter Klassenlehrer, wenn du so und so viele Jungen für die Offizierslaufbahn wirbst. Diese Forderung schwebte immer im Hintergrund. Oder die Werbung für die Lehrerlaufbahn. Lehrer wurden gebraucht und Offiziere für die nationale Volksarmee gesucht. Das war unser Auftrag. Hinzu kam die ständige politische Indoktrination in der Schule. Das war mir von vornherein klar. Ich dachte aber, ich könnte das umgehen, unterwandern. Wieder ein Sprung im Text. Und dann wurde ich schwanger. 1978 ist unser ältester Sohn geboren. Über die Lehrervermittlung hatten wir eine Wohnung zugewiesen bekommen, Außenklo, Hinterhaus, wie das so war. Wir waren froh, dass es anderthalb Zimmer waren und nicht nur ein Zimmer und dass in der Küche Platz war für eine Schrankbadewanne. Aber es war ein Schock. Der Wechsel aus einer relativ heilen Welt, aus dem grünen Umfeld in Pulsnitz, dem beschaulichen Jena, kommst du im Friedrichshain in einen dunklen, verrotteten Hinterhof. Hier sah ich den Himmel gar nicht. Es war schon heftig. Dort wohnten wir 8 Jahre mit unserem kleinen Kind. 8 Jahre später wird unser zweiter Sohn geboren. Danach bekam ich keinen Einstieg mehr in die Volksbildung. Ich schlug mich zwischendurch mit Kleidernähen und Honorarverträgen durch. Unsere Situation war insgesamt schon schwierig. Wir hatten wenig Geld zur Verfügung, sind aber damit ausgekommen. Ich hatte oft Angst, dass unser politisches Engagement auf Kosten der Kinder gehen könnte, dass die Kinder, wenn wir beide weggefangen würden, ins Heim müssten. Für diesen Fall hatten wir uns abgesichert. Wir hatten Vollmachten bei einer Freundin hinterlegt, aber ich erlebte im Kindergarten hautnah, dass das auch nicht immer nutzte. Es gab eine Situation, die ich nicht vergessen kann. Ein kleines Mädchen, deren Eltern einen Ausreiseantrag gestellt hatten, kam in ein Heim. Die Mutter brachte das Mädchen morgens in den Kindergarten und sagte zu der Kindergartenleiterin: Ich habe das Gefühl, dass ich beschattet werde. Ihr Mann war auch weggefangen worden. Sie vermutete, dass sie ebenfalls festgenommen würde.
Sie wollte der Kindergartenleiterin einen Wink geben, sich absichern. Sie sagte: Falls ich mein Kind heute nicht abhole, wissen die Großeltern Bescheid. Dann geschah es. Die Kinder hielten gerade Mittagsruhe. Da kamen ein Staatsanwalt und eine Fürsorgerin und holten das Mädchen ab. Auch der Pfarrer, der dazu kam, konnte nichts machen. Es hat etliche Wochen gedauert, bis die Großeltern das Kind bekamen. Es wurde wirklich erst einmal in ein Heim gesteckt. Das war meine große Angst. Diese Gefahr war immer da. Sie war unkalkulierbar. Und dann fällt im November 89 die Mauer. Das habe ich ganz banal erlebt. Lutz war zu einem Treffen mit Leuten, die unter anderem aus Frankreich und Spanien nach Ostberlin kamen und eurokommunistische Ideale vertraten. Ich blieb bei den Kindern. Ferdi war 11 und John 3. Ich guckte Fernsehen und dachte: Was redet der Schabowski da? Das verstand ich gar nicht. Den ganzen Abend habe ich ferngesehen. Irgendwann in der Nacht kam Lutz und sagte: Es war ganz komisch. Jemand hat gesagt, die Mauer ist offen. Und keiner hat's geglaubt. Alle haben es ignoriert und weiter diskutiert. Bis jemand sagte: Guck doch mal raus. Die Trabis fahren doch alle Richtung Grenze. Ja, wie ging's dann weiter? Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Ich sehe mich als Gewinnerin der Geschichte, eindeutig. Ich habe davon nur profitiert. Nachdem die Mauer gefallen war, ging es mir viel, viel besser. Ich fing gleich an, mitzuarbeiten am Runden Tisch im Stadtbezirk Friedrichshain und bei Bündnis 90. Wir machten Wahlkampf für die Kommunalwahl im März 90. Ich kandidierte für den unabhängigen Frauenverband. Das war eine ganz spannende Zeit. Wir versuchten in unserem Bezirk mitzubestimmen, gerade auch im Bildungswesen. Das war mir ganz wichtig. Kurz vor den Sommerferien 1919 habe ich gedacht: Jetzt musst du beruflich wieder Fuß fassen. Über die neu gewählte Stadträtin für Bildung erfuhr ich, dass Stellen für Schulaufsicht ausgeschrieben würden. Sie fragte: Willst du dich nicht bewerben? Wir brauchen politisch unbelastete Schulräte. Oh Gott, Schulrat, was ist das denn? Okay, dachte ich, jetzt oder nie und bewarb mich. Dann hörte ich ewig nichts, bis ich zu einem Gespräch gebeten wurde. Das Bewerbungsverfahren lief. Irgendwann bekam ich die Mitteilung, dass sie mich nehmen. Ab 1. September 1990 war ich Schulrätin in Friedrichshain und verantwortlich für die Grundschulen und Sonderschulen im Bezirk. Das war natürlich eine ganz spannende Zeit, weil wir alles neu aufbauen mussten. Wieder ein Sprung. Manchmal wundere ich mich, woher ich immer wieder die Kraft nehme, um den täglichen Anforderungen zu entsprechen. Ich versuche es. Ich bin, denke ich, ein gläubiger Mensch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, an was ich glaube. Ich habe eine Lebensmaxime. Aus jeder noch so beschissenen Situation komme ich irgendwie gestärkt heraus. Es gibt immer etwas, was positiv ist, was mich weiterbringt. Ich versuche,
aus jeder Situation etwas Gutes zu machen und sage mir, das ist jetzt ein Fingerzeig. Ich bekam meine Chance, nachdem die Mauer gefallen und das SED-System zusammengebrochen war. Merkwürdig. In außergewöhnlichen Situationen spüre ich eine besondere Kraft. Das war auch so, als Lutz im Gefängnis war. Ich merkte plötzlich, Mensch, du schaffst das, du bist stark, du kannst ihn jetzt unterstützen. Das musst du jetzt so und so machen und dann das. So war es auch, als ich in der Familie mit einer schweren Krankheit konfrontiert war. Ich habe gelernt, Vertrauen zu haben, auch auf unsere Kinder bezogen, die ihren eigenen Weg gehen. Der Kleine schmiss sein Studium, jetzt verdient er sein eigenes Geld. Es macht ihm Spaß. Er ist sehr kreativ. Da sage ich mir dann, pfeif doch aufs Studium. Hauptsache, dein Kind ist glücklich. Vor 10 Jahren hätte ich das noch ganz anders gesehen. Das sind so Entwicklungsprozesse. Dazu braucht es Erfahrung, aber vor allem Vertrauen. Die Öffnung der Grenze hat mein ganzes Leben verändert. Das war schon so ein Moment in meinem Leben, wo ich mir sagte, Mensch, dass du das erleben kannst, das ist eine geschichtliche Dimension. Und dass ich das ein Stück weit mitgestalten konnte, als klar war, jetzt sind die Grenzen offen. Mein Gott, wovon du immer geträumt hast, die Reisefreiheit, die Freiheit überhaupt, die gab es auf einmal. Plötzlich konnten wir politisch aktiv sein, ohne Angst haben zu müssen, verhaftet zu werden. Das ist ein großes Glück. Und jetzt das Porträt aus der alten Bundesrepublik, Paula R., Überschrift, und plötzlich realisierst du, dass alles möglich ist. Die Realität finde ich oft anstrengend, traurig, manchmal auch erschreckend. Ich würde gern die Realität verändern, wenn ich es könnte, wenn ich die Kraft dafür hätte, wenn es Möglichkeiten dazu gäbe. Für mich ist Malen ein Ausweichen in etwas, das mir Halt gibt, was ich schön finde, leichter, blumiger, farbiger und inzwischen fällt mir auch Bitterkeit ein. Das, was sich ausgewirkt hat auf mein Leben, die Informationen, die ich über die Medien erfahre, das Wissen über aktuelle Geschehnisse, das Wort Bitterkeit ist eigentlich neu für mich. Ich wuchs in einem kleinen Dorf östlich von Hamburg auf und bin 1944 geboren. Auf dem Land lebte ich bis zu meinem 4. Lebensjahr mit meiner Mutter, die in Hamburg arbeitete. Großmutter war meistens für mich und meine Schwester zuständig. 4 Frauen unter einem Dach. Meine Schwester und ich, meine Oma und meine Mutter. Meine jüngere Schwester wurde 10 Jahre später geboren, Mutter hatte wieder geheiratet, so bekamen wir einen zweiten Vater. Vorher waren wir allein, weil mein erster Vater im Krieg gefallen war. Die Nachricht erreichte meine Mutter, als ich in ihrem Bauch war. Sie hängte gerade die Wäsche auf, da kam der Postbote und überbrachte ihr die Nachricht. Irgendwie trägt man das ja mit sich herum, diese Trauer. Es gibt einen Film, Wenn die Kraniche ziehen, ein Schwarz-Weiß-Film, der zeigt, wie all die Gefangenen aus Russland zurückkommen. Diese Bilder sind für mich
Es ist auch eine Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau und immer wieder Abschiede. Als ich 4 Jahre alt bin, tritt der nächste Vater in mein Leben. Das war nicht einfach. Kurz danach sind wir aus diesem Dorf weg und nach Hamburg gezogen. Das war ein einschneidender Bruch, weil ich als Naturkind das Leben auf dem Lande sehr liebte. Plötzlich wohnten wir im 4. Stock und ich wurde ein Straßenkind. Schaue ich zurück, dann sind es eigentlich die Brüche, die mich prägten, die mich in meine Fantasiewelten führten und damit letztendlich auch zur Kunst brachten. Ich war ein verträumtes Kind, war lieber mit irgendwelchen Kindern draußen auf der Straße, hab rumgetobt und gespielt und mich und die Zeit vergessen. Ich wurde oft bestraft, mit Stubenarrest und solchen Sachen. Dadurch wurde ich auch sehr ängstlich. Meine Schwester hat oft die Klappe aufgemacht. Dafür wurde sie gleich bestraft. Das wollte ich nicht. Ich verstummte eher. Unser Vater war ein sehr schwieriger Mensch, der eine gespannte Stimmung erzeugen konnte, allein wenn er auftrat. Eine Situation fällt mir ein. Als ich ungefähr 10 war, bekam ich einen nagelneuen Rock von meiner Oma, den sie genäht hatte. Es war Wandertag, ich zog den Rock an. Vater sagte, du gehst nicht mit diesem Rock raus. Lass sie doch, sagte Mutter. Er, du gehst nicht. Da habe ich wohl was gesagt, was ihm missfiel, und da goss er mir den heißen Tee über meinen Rock und über mich. Etwas stand im Raum, wenn er da war. Ich glaube, es war immer unterschwellig die Angst vor Bestrafung, vor etwas, das man nicht fassen kann. Es war so, jetzt passiert gleich dies und dann das. Manchmal wusste ich gar nicht, was ich gemacht hatte. Ich war eine Schülerin, die sich eigentlich für nichts interessierte, fand alles irgendwie langweilig, anstrengend, habe im Unterricht Quatsch gemacht und mich rausschmeißen lassen. Freundinnen waren da ganz wichtig, mit denen ich draußen rumtoben konnte. Schule fand ich nur gut, weil ich dort auch Freundinnen hatte, mit ihm Rad fuhr, kleine Banden gründete. Auf der Schule lernte ich Roland kennen, meinen späteren Mann. Wir waren das einzige Liebespaar an der Schule. Ich war gerade 15. Es wurde nicht gerne gesehen. Nach der mittleren Reife wurde ich Zahnarzthelferin. In dieser Zeit beginne ich auch mit Keramik und Emaille arbeiten. Und ich war mit Roland zusammen, war sehr verliebt. Zwischendurch haben wir auch eine Auszeit gehabt, um zu gucken, ob es das ist. Wir waren unzertrennlich. Es war eine Beziehung, die lange Zeit aus Händchen halten, spazieren gehen und miteinander reden bestand. Irgendwann war es nicht nur Händchen halten und ich wurde schwanger. Meine Eltern waren zunächst entsetzt, ich war ja gerade erst 20. Ganz schnell haben wir geheiratet. Roland lebte in Berlin, studierte dort schon ein paar Jahre. Er versuchte dort eine Wohnung zu finden, das war sehr schwierig. Irgendwann fand er im Bezirk Tempelhof ein Gartenhaus mit Kohleheizung, schlecht isoliert, einen Wohnraum und einen Küchenraum, in den wir die Plastikbadewanne stellten, um Kerstin zu baden. Eine Stiege führte hinauf ins Schlafzimmer, das ebenso kalt war, in dem Kerstin in sehr kalten Zeiten mit Mütze und Handschuhen schlafen musste. Es war schon heftig. In Tempelhof versuchte ich, eine Arbeit zu finden, denn wir hatten ja kein Geld. Roland bekam von seinem Vater 600 D-Mark. Es war so wenig, dass wir gar nicht über die Runden kamen.
Ich suchte eine Halbtagsstelle als Zahnarzthelferin, aber die gab es nicht. Ich fand eine Stelle als Fakturistin. Während dieser Zeit motivierte mich meine Schwester und sagte, du möchtest doch künstlerisch arbeiten. Warum versuchst du es nicht? Ich habe doch kein Abi. Es gibt diese Akademie für Mode und Werkkunst. Erkunde dich doch dort mal, sagte sie. Und ich erfuhr, dass in Ausnahmesituationen auch Leute wie ich mit mittlerer Reife genommen werden. Also erstellte ich eine Mappe und bestand die Aufnahmeprüfung und war der glücklichste Mensch auf Erden, wie bei der Geburt von Kerstin. Zahnärztliche Helferin war nie mein Traumberuf. Im Nachhinein finde ich es aber ganz spannend, verschiedene Berufe kennengelernt zu haben. Nach 4 Jahren legte ich das Examen ab und war diplomierte Designerin. Danach fing ich mit dem Lehrerstudium an, aber nicht, weil es mein großer Wunsch war, sondern weil ich keine Möglichkeit sah, die Arbeit mit der Keramik umzusetzen. Wieder ein Sprung im Text. Als Kerstin 6 war, trennen wir uns, Roland und ich. Eine ziemlich heftige Phase. Die konnte ich auch nur mit meinen Freundinnen durchstehen. Nach dem ersten Staatsexamen konnte ich gleich unterrichten. Ich hatte die Wahl zwischen Grundschule und Sonderschule und bin an die Sonderschule gegangen, weil ich annahm, dort seien es weniger Kinder. Meine Grundmotivation war, Kindern zu helfen, die Schwierigkeiten haben. Das Unterrichten ging dann immer weiter mit unterschiedlichen Klassen. Oft war ich verzweifelt, weil es so schwierige Schüler waren, und trotzdem habe ich auch viel durch sie über mich gelernt. Auch mein Selbstbewusstsein konnte ich in der Auseinandersetzung mit ihnen entwickeln, selbst wenn ich manchmal durchhing. Es ist erstaunlich, was man aus Schülern rausholen kann, aus mutlosen und resignierten Schülern. Wichtig war mir, dass sie Spaß und Freude am Lernen und Erfolgserlebnisse hatten. Die Wunde durch die Trennung von Roland hat sich lange nicht geschlossen. Ich lernte zwar auch andere Männer kennen, aber es hat sehr lange gedauert, die Trennung zu überwinden. Dann kam der Unfall. Danach wurde ich schwer krank. Ein Dreivierteljahr war ich krankgeschrieben. So heftig wie diese Krankheitsphase auch war, so konnte ich mich doch auch wieder mit Keramik befassen. Eigentlich hat mich meine Tochter angesteckt, frei zu arbeiten, Figuren zu machen, die mich inspirierten, spielerisch zu werden. Und es gab Gomera, eine kanarische Insel, die ich mit ungefähr 30 entdeckt hatte. Dort machte ich Urlaub zusammen mit einer Kollegin. In diese Insel habe ich mich verliebt. Wir beide stellten uns vor, eines Tages werden wir hier unsere Kunst leben. Das Meer, die Farben, ich war inspiriert. Wir haben viel gemalt. Aber der Alltag ging weiter. Ich konnte wenig schlafen, manchmal nur 4 Stunden. Ich war jetzt 55 und so erschöpft von 25 Jahren Schulalltag. Ich merkte, die Kraft reicht nicht mehr, weil ich nicht mehr schlief, und fragte mich, was läuft hier ab? Was läuft nicht rund? Wie erreiche ich den Schüler X und die Schülerin Y?
Jemand sagte, du musst raus aus der Schule. Aber ich wollte Lehrerin bleiben. Plötzlich sagte die Schulleitung, es müssen Lehrer abgebaut werden. Wir haben zu viele. Keiner wollte gehen. Dann wurde jeder einzeln zum Schulleiter zitiert. Ich sagte, ich möchte nicht gehen, auf keinen Fall. Aber wenn es von oben kommt, dann muss man ja gehen. Das war der Schlenker. Darauf baute sich alles Weitere auf. Und ich sagte, tschüss, ich komme nicht wieder und bin gegangen. Später habe ich erkannt, es war ein Geschenk. Ich habe Lebenszeit dazu gewonnen, in der ich mich um meins kümmern kann. Sebastian, mein jetziger Mann, stand mir zur Seite. Ich war 44, als ich ihn kennenlernte, obwohl ich 2 Jahre vorher noch sagte, ich möchte keinen Mann kennenlernen, bin ich ihm begegnet. Sebastian habe ich über die Zeitung kennengelernt. Ich habe eine Anzeige aufgegeben. Eine Freundin sagte, mach das. Nee, will ich nicht. Wir haben uns doch auch so kennengelernt, mein Mann und ich, sagte meine Freundin. Eine Stunde vor Redaktionsschluss an einem Freitag gaben wir die Anzeige auf. Ich bekam nur wenige Zuschriften. Einer schrieb, was er alles Tolles macht. Ich dachte, so ein Angeber, ein interessanter Mann, aber Angeber. Das ist so einer, mit dem geht man ins Bett und dann ist es vorbei. Zuerst wollte ich mich gar nicht melden. Dann dachte ich, kannst ja mal anrufen. Ich hörte seine Stimme und war fasziniert von deren Klang. Danach haben wir uns getroffen. Ich habe extra bei mir alles schön unordentlich hinterlassen, damit ich nicht in Versuchung gerate, einen Mann mitzuschleppen. Treff war Café Einstein. Ich wusste gleich, ganz hinten, da sitzt er. Der ist es. Der wirkt zwar ein bisschen bieder, fand ich, mit so einem Bart und Jacket mit Rombenmuster, das ich überhaupt nicht leiden kann. Er aß Spiegeleier, ich bestellte Müsli. Da hätten wir gleich wissen müssen, dass es eigentlich nicht passt. Sebastian machte den Mund auf, sprach einige wenige Sätze und ich jubelte in meinem Inneren. Das ist er, das ist er, das ist er. Wieder einen großen Sprung. 1989 fällt die Mauer. Zu der Zeit unterrichtete ich an einer Berliner Schule. Ich weiß nicht, ob es vor der Schule war oder in der ersten Pause, als ich hörte, die Mauer ist auf. Was? Das glaube ich nicht. Da war Heulen und Jubeln. Es passte so gar nicht in meine Vorstellung, dass so etwas möglich ist. Wir zogen sofort mit den Schülern los, haben den Unterricht fallen lassen. Unsere Schule befand sich ganz nah an der Grenze. Wir haben nur dagestanden und rübergeguckt, dass so etwas möglich ist, was man nie geglaubt hatte. Und plötzlich realisierst du, dass alles möglich ist. Es war ein Rausch. Wir haben den Unterricht nicht weiter fortgeführt. Alles andere war wichtiger. Ein paar Tage später unternahmen wir Lehrer einen Ausflug nach Stralsund. Die Stadt sah aus wie eine Geisterstadt mit alten Gemäuern und Häusern, die verfallen waren. Wir wollten weiter. Vorher wollten wir aber in einen Café. Es gab aber gar nichts. Die Stadt wirkte auf uns exotisch, marode, aber irgendwie spannend und gleichzeitig so tot.
Dann sind wir zu einem Bäcker und haben so viele Brötchen bekommen, für so wenig Geld. Wir wussten gar nicht, wo wir unser Geld lassen sollten, das wir durch den Zwangsumtausch eingetauscht hatten. Wir können doch nicht zu den Leuten sagen, hier möchtet ihr unser Geld haben, wir haben zu viel. Das finden die doch von den Wessis unmöglich. Dann sind wir nach Rostock weitergefahren, wollten dort etwas essen, also stellten wir uns an und haben in einer Kellerkneipe gut gegessen. Anschließend sagten wir zu dem Kellner, wenn es Ihnen nichts ausmacht, wir haben noch Geld übrig, können wir Ihnen das geben? Gerade in dieser Umbruchzeit war ich stark eingebunden in der Schule, auch mit Nebentätigkeiten in Keramik. Ich hatte wenig Zeit, um in die ehemalige DDR zu fahren. Der Ausflug mit den Kollegen blieb die Ausnahme. Mit den Menschen dort bin ich erst in Berührung gekommen, als wir in Grüntal waren und uns in diese Landschaft verliebten. In Grüntal, in der ehemaligen DDR, habe ich eine Freundin. Die lernte ich kennen, weil ich in der Aufbauphase nach 1989 mit anpacken wollte, ohne Geld dafür zu bekommen. Ich wollte irgendwas tun, etwas verändern, bot an, meine Bilder auszustellen. Das Gebäude, das man mir dafür zeigte, war innen ganz schön, aber außen brauchte es Farbe. Kann man da nicht was machen? Nee, hörte ich. Sie hätten dafür kein Geld. Ich bin bereit anzupacken, würde das Haus von außen renovieren, wenn mich jemand dabei unterstützt. Das würden Sie machen? Ja, sagte ich. Die Frau vom Tourismusverein war ganz überrascht und außer sich vor Freude. Ich machte einen Termin mit einem Fotografen, der mithelfen wollte. Plötzlich stand eine Frau neben mir, die mitmachte. Sie wurde meine Freundin. Für mich sind menschliche Begegnungen am wichtigsten. Deshalb bin ich so froh, in Grüntal eine Freundin gefunden zu haben. Mich interessieren Projekte, in denen Menschen sich für andere engagieren, ob in Afrika oder sonst wo. Wenn Menschen ihre ganze Kraft reinstecken, um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene aufzufangen, wichtig ist, dass sie lernen, in ihrem Leben selbst Fuß zu fassen und sich weiterentwickeln. Das baut mich total auf. Darüber freue ich mich. Oder wenn ich Menschen begegne, jungen Menschen, die nicht oberflächlich sind, die sich auseinandersetzen und Perspektiven entwickeln, sich engagieren, das gibt mir ungeheuer viel Kraft. Auch mit Freunden essen, trinken, reden, finde ich wunderbar. Das ist für mich notwendig, um dem Hässlichen im Leben zu begegnen. Je mehr ich weiß und höre, je mehr ich erfahre, desto erschreckender empfinde ich die Wirklichkeit. Ich brauche andere Quellen, das Wissen darum, dass es auch anderes gibt. Ich denke auch, es gibt eine größere, übergeordnete Kraft. Manchmal geht mir der Glaube an sie verloren. Dann spüre ich, dass es mir nicht gut geht. Aber wenn ich merke, da ist mehr, es geht über mein Denken hinaus, fühle ich mich aufgehoben. Ich kann nur vieles nicht verstehen. Warum ist es so? Warum wird das zugelassen? Warum muss das so sein? Mit meinem Verstand kann ich das einfach nicht erfassen. Aber durch irgendein Erlebnis findet der Anstoß wieder statt und ich erfahre, da ist es doch.
Es geht manchmal im Alltag verloren. Wenn ich es dann spüre, weiß ich wieder, ich bin in einem großen, universellen Zusammenhang eingebettet und aufgehoben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.